Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 2. Im letzten Part haben wir einen Machine Chip und ein M16 Sturmgewehr gefunden und haben hier diese zwei Typen geplättet. Und in diesem Part werden wir weiter schwimmen, denn wir müssen schwimmen. Schwimmen ist wichtig. Und ich bin mal gespannt, wohin wir schwimmen. Und ich schwamm wie Lara. Oh Gott. Da war irgendein Typi. Können wir da hoch? Ja. Nein. Das ist zu hoch für Lara. Also damit meine ich jetzt nicht ihren Intellekt. Gar nicht. Aber das ist zu hoch für Lara. Hey, dich da. Du da. Du da! Sterben! Und dein Kumpel auch. Sterben! Ich sagte, dein Kumpel auch. Dein Klassenkamerad. Aus der 12. Oh, da ist er. Ich gucke ihn an und ich töte ihn. Na gut, da kommt sie nicht hoch. Wenigstens sind die Typen schon mal tot. Das heißt, weiter nach unten. Ui, ein U-Boot. Ein kleines U-Boot. Die heißen U-Boot, weil da Üs drin sind. Ganz viele untöte Menschen. Ha. Hat schon alles Sinn, dass ich wieder hochgeschwommen bin. Denn ich möchte hier mal einen Supertrick ausprobieren. Ich möchte das Spiel mal wieder total glitschen und verarschen. Und vielleicht klappt's. Ich fänd's witzig. Okay, es wird auf jeden Fall ein sehr krasser Sprung. Aber wenn er klappt, dann muss ich lachen. Dann lache ich auch. Dann hört ihr mich endlich mal lachen. Ihr wollt, dass ich weine, oder? Ich weine auch gleich. Dann gibt's alle Gefühle auf einmal. Heftig. Okay. Wird nichts. Alles klar. Dann mache ich es eben auf die andere Art. Ich werde eine Fackel anzünden, die auf das U-Boot werfen und gucken, was ich hier machen kann. Hä? Was war denn das? Lara? Lara? Guck mal da. Da ist doch was. Lara? Was ist denn mit diesem U-Boot? Hä? Hä? Also da unten ist eine Drehkurbel. Wenn Lara Croft die Güte hätte, an dieser Drehkurbel zu drehen oder zu ertrinken. Scheiße. Wir sehen uns gleich wieder. Also gut, da bin ich wieder. Ich bin in diesem Raum mit dem U-Boot. Ich möchte diesen Part eigentlich nicht so zerstückeln wie den letzten mit meinem Kater. Deswegen werde ich mir jetzt mal ein bisschen Mühe geben. Und mir ist da gerade eben was eingefallen. Ich habe nämlich noch gar nicht probiert, ob man da nicht vielleicht hoch kann. Kann man nämlich. Unglaublich, oder? Ich bin schlau. Jetzt wird das U-Boot kommen. Ach nein. Jetzt wird der böse Mann kommen. What? Na,
Ganz viele böse Männer. Ganz viele böse Männer. Ganz viele böse Männer. Und ich knall sie alle ab. Ja. Boah. So ein doofer Taucher. Wenn jetzt gleich noch einer kommt. Ich muss auf die Atemgeräusche hören. Nee, Darth Vader ist heute mal daheim geblieben. Welches daheim? Er hat seine Frau gekillt. Ey, so ein Arsch. Nicht wirklich. Die ist ja... Spoiler. Wer kennt bitte nicht Star Wars? So. Aha. Lara. Wer kennt denn bitte nicht Star Wars? Lara sagt einfach nur aha. Ui. Ui, hat der Munition? Der hat Kugeln für mein... Ne, Uzis. Oder fürs M16. Ich weiß nicht, ich habe voll viel Muni. Ich bin voll glücklich. Hooray. Aber was hat es mit dem U-Boot auf sich? Das ist so ein Rätsel... Ein Rätsel der Natur. Aha, seid ihr wieder auf dem Trip? Aha, wir zeigen dir nicht, was sich verändert hat. Ich sehe es auch so. Von daher. Alles Juti. Wuhu. Das war ein knapper Sprung. Ich habe da jetzt Angst, mich zu bewegen. Deswegen lieber erstmal safen. Heb mal auf. Au! War, glaube ich, gut, dass ich gespeichert habe. Puh. Komm schon. Na, egal. Wir haben wieder Kisten, die wir wegschieben. Vielleicht können wir die auch gar nicht wegschieben, sondern können da einfach zwischen und da ist... Ja. Jetzt bin ich auch gespannt. Ein Knopf. Der macht jetzt das Ding aus. Hä? Wo war denn das jetzt? Das war bei dem Flugzeugplatz. Also, ich habe echt so das Gefühl, das Spiel will mich... Nein. Okay, wir können die Dinger also wirklich nicht verschieben. Ich habe so langsam das Gefühl, das Spiel hat... Also, dieses Level gerade, das hat ja Backtracking ohne Ende. Ich war da doch schon. War doch alles clear. Alles super. Lara. Och, ey, und jetzt kommen noch Hunde und irgendwelche anderen Bobbys. Wieso können die mir nicht schon entgegenkommen? So vereinzelt. Danke. Dann muss ich nicht alle auf einmal besiegen. Ey, komm raus. Komm her. Wird's bald? Komm, 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 komm. Oh je. Spiel ist echt nicht einfach. Danke. Danke fürs schnelle Ableben. Oh, da kommt ja noch dein Kumpel. Was will denn dein... Bring doch nicht deine Kumpels zur Party mit.
Habe ich dir nicht erlaubt, ja? Heute ist Lady Night. Frauen dürfen kostenlos bis 24 Uhr rein. Oder so. Hä? Ein Knopfdruck und hier ist Aufzug? Wow. Das, gefällt mir jetzt doch schon. Das ist hier einfach... Hier läuft jemand. What the fuck? Das ist gerade voll creepy. Das ist hier einfach unter dem Level oder dort, wo wir schon waren, dass es da einfach noch weitergeht. Cool. Oh je. Ich ahne Schreckliches. Ja, ich speichere gerade dauerhaft, ist egal. Nein, du schlägst die Frau nicht her. Hör auf. Nein! Nein, 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 nein. Ja. Ist gestorben. Hier ist noch einer. Ich kann ihn hören. Er atmet. Ich hab grad einen Herzinfarkt gekriegt, weil dieses Geräusch kam und gleichzeitig ist das Ding in den Vordergrund geploppt. Ey, es ist echt nicht witzig, das Spiel. Das ist echt ein Horrorspiel. Ich erschrecke mich hier mehr als bei Amnesia. Habe ich gespeichert? Ja, ja, ja. Hier läuft noch einer. Aber wo? Wo läuft der Kerl? Egal. Ah. Nice. Sorry. Ich weiß, es ist nichts passiert, aber ich speichere trotzdem. Das ist... Ah, hier. Ah. Ah, und hier geht's dann letztendlich weiter. Ja. Das ist nämlich die falsche. Wir haben das Level fast geschafft. Wir sind fast draußen. Irgendwo läuft noch einer. Oder ist das Lara? Ey, ich höre ihn doch. Egal. Egal. Es macht mich gerade echt paranoid, aber... Es ist egal. Ihr habt richtig gehört. Es ist mir gerade egal. Das ist mir auch egal. Kann ruhig passieren. Ich meine... Ich werde in diesem Part dieses komische Level machen. Ich werde es machen, ja.
Und wenn ich überziehen muss, 10 Minuten, ist mir jetzt egal. Ich will in diesem Part dieses Bohrinsel-Level hinter mich bringen. Wenn es denn überhaupt eine Bohrinsel ist, ich weiß es bis heute nicht. Bevor ich das mache, ich traue dem Spiel alles zu. Ich traue dem Spiel einfach alles zu. Was passiert, wenn ich dagegen laufe? Das macht mir keinen Schaden. Okay. Jetzt habe ich die rote gefunden. Also gut, die rote, die führt... Ich will mal kurz was auschecken. Ich weiß, ich bin schon wieder übergründlich, aber ich möchte jetzt doch noch mal gucken. Da komme ich bestimmt gleich... Ja, 100 Pro, da komme ich jetzt gleich hin, aber... Ich will trotzdem noch mal von dieser Perspektive gucken. Hier ist ein Schatz. Gut, dieser Schatz. Es muss irgendwo einen Schalter geben. Oder Knopf. Und sobald ich den drücke, geht das Ding auf. Ich glaube, das kommt noch. Okay, dann fehlt jetzt ja eigentlich nur noch die Position vom Goldschatz. Den habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Also hier, da werde ich vermutlich gleich irgendwie einen Knopf drücken und dann geht es. Erstmal zum Roten. Da wird es jetzt weitergehen. Also gehe ich da auch hin. Okay. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, wie man dann das Grüne kommen könnte. Aber das erscheint mir fast ein bisschen zu krass. Einfach mal gucken, was passiert. Stopp. Und hört jetzt bitte auf, so krank zu atmen, ey. Ich kann ihn nicht treffen, aber er mich. Okay. Alles klar, Freund. Freund, lustig. Jetzt gibt's eins auf die Fresse. Ja. Ich bin ein Held, ne? Ich bin so ein Held. Mit gezogener Waffe das Ding da reinstecken wollen. So, pass auf, du. Ja, und so. Was war denn das? Nee, gib mir wenigstens sein Item. Penner. Blöder Penner. Wunderbar. Wieso immer mit gezogener Waffe? Wieso will ich die ganzen Aktionen mit gezogener Waffe machen? Ungut. Wow, was war denn das für ein Geräusch? Also gut, Leute, ich habe noch gute Chancen. Ich habe jetzt noch eine halbe Minute, dann wären 20 Minuten rum. Aber ich überziehe, ich werde das jetzt in diesem Part fertig machen. Es sei denn, ich brauche zu lange. Dann werde ich den Part splitten. Und für den Fall war es das für diesen Part. Und jetzt geht's hier weiter in diesem Part. Also für den Fall, dass ich splitte, willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 2. Hey, jetzt habe ich sogar extra so gemacht, dass falls ich schneide, dass ich auch richtig schneiden kann. Und nicht irgendwo zwischen einem Satz cutten muss.
Jetzt habe ich einen richtig schönen Cut für den Fall. Also, wunderbar. Dann können wir das Level jetzt auch schaffen. Nochmal Harpoon. Ich kann doch eh nicht mehr als 12 tragen, oder? Doch, klar. Hm. Okay, das sieht mir jetzt sehr nach Exit aus. Exit! Mir fehlen aber noch Secrets! Natürlich. Natürlich lassen sie uns nicht so einfach gehen. Natürlich nicht. Wo denkt ihr denn hin? Das sind doch die Entwickler von Tomb Raider. Die fiesen Socken. Na gut, hier brauche ich die normalen. Alter Marco! Seid ihr gestört? Wieso wurde Marco jetzt verprügelt? Oder der andere, ist mir egal. Einer von beiden hat eins auf die Fresse gekriegt. Ich weiß genau, dass sie dort stehen. Ich weiß es ganz genau. Ich weiß, dass diese zwei Typen da jetzt stehen und mich abballern wollen, aber ich bin vorbereitet. Ich werde euch zuvorkommen. Ich werde meine neue Waffe ausprobieren und ich werde euch töten. Ich töte euch. Sterbt. Okay. Es sind nur zwei ganz normale Handlanger. Die kann ich auch so platt machen. Ich dachte, ich muss jetzt echt schwere Geschütze auffahren, aber nein! Es sind nur zwei Handlanger. Mhm. Entweder wurde Marco jetzt gekillt oder der andere Vogel. Ich tippe auf den anderen. Denn Marco kann nicht sterben. Schön, dass ich die besiegt habe. Das muss ich erstmal eintragen in mein Speicherbuch. Und dann holen wir uns ein Secret? Hä? Wieso macht ihr unnötige Sachen? Wieso? Ich dachte gerade, ich habe wieder ein Secret Room. Oh. Oh. Nein, 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 Leute, das habt ihr gar nicht gesehen. Was ist denn meine Maus schon wieder im Bild, ey? Mann. Nein. Aber hä? Ja, verlier von mir aus Energie, so viel du willst. Hä? Wo ist denn jetzt das Ding? Marco, I see what you did there. Hm. Ja, verlier von mir aus noch mehr Energie, ist mir jetzt egal. Okay. Pass auf, ich darf die Leiche nur nicht berühren. Ich muss um die Leiche rumlaufen. Wie mache ich das am dümmsten? Also nicht in die Leiche, nicht in die Leiche, nicht in die Leiche, nicht in die Leiche, nicht in den Radius der Leiche. Bloß nicht. Puh. Geschafft.
So. Und jetzt ist halt noch die Frage, das grüne Secret. Ich könnte mir vorstellen, ich werde jetzt da reinlaufen, ich werde das grüne Secret nicht sammeln, denn ich sehe, ich bin bei 25 Minuten, ich muss den Part also nicht splitten. Ich komme mir vor wie ein Idiot, weil ich die Begrüßung vorher nochmal gemacht habe. Egal. Dort, wo wir tauchen mussten, mit einem Taucher war das. In dem Raum mit der Kreissäge, mit diesem Kreisel da. Dort mussten wir tauchen und drei Schalter oder so umlegen. Ich wette, der eine davon war ein Zeitschalter für den grünen Schatz. Ich weiß es nicht, aber es wäre so meine Vermutung. Naja. Scheißegal. Wir haben den goldenen und den silbernen. Jetzt ist mir gerade das Wort Silber nicht mehr eingefallen. Wir gehen zu der Leiche. Oder zu dem Typen. You are not one of them. But you are a monk. Brother Chen Bakeng, you have come for me. I saw bright lights around me. That was gunfire. I think it was them who got taken away by it. But you are my guide, my path beater to a next incarnation. I have done my time here, haven't I? What are you doing here, in Marco Bartoli? Nothing. I led righteous life, here for reasons rooted only in necessary evil. As my father was before me, when he bombed Gianni's vessel deep into these waters. Now I'm here, was here, to prevent his son from salvaging the Seraph. The Seraph? You not know my life's work well. You sure you're not here for them? Their Jackanory days are well over. They want the Seraph to unlock a malignant treasure we contain in our monastery in Tibet. Since being stolen by imbecile vagabonds centuries ago, we've been without key to it, relying solely on cleansing of our prayers to keep it subdued. Then the occultist Gianni Bia acquired it. Trouble we knew. He breathed life back into ancient belief, one not to be stopped by any amount of head bowing. And now again, it is here. Marco, infected with madness. He has violent mind. But not yet the power to satiate it. So, we reach for our weapons once more. The true detox of evil. Where can you be taking me? Thought this was my big break. Guess change is as good as rest. Oh, I need one. Dieses Beep, Beep, Beep von dem U-Boot, das hat mir fast den Kopf platzen lassen. Ey, wie laut! Also gut, der arme Mönch wurde getötet von Marco, nehme ich an. Das war Marco, ich bin mir fast sicher. Marco Korn. Alias Marco. Alias Tails Gaming. Schön, Diving Area. Haben wir geschafft. Jetzt kommt wieder eine Cutscene. Ich weiß nicht, ob ich es wieder vergesse, die einzufügen. Das letzte Mal war sie schwarz. Ich erzähle euch ansonsten einfach gleich, was dort passiert, falls ich es vergesse. Und dann wisst ihr es schon mal. Also, gucken wir es uns an. Thank you.
Diesen Schrei haben die Entwickler mit Sicherheit in ihrem Büro aufgenommen. Schön. Wir sind unter Wasser. Tief unter Wasser. Haie um uns rum. Das U-Boot plus Fahrer. Matsch. Es ist nicht viel passiert. Ein Hai ist auf uns zugeschwommen. Wir waren außen am U-Boot, haben uns festgehalten. Der Typ ist da mit rumgedüst. Hat uns gesehen. Dieser Hai. Es ist der beste Hai, den ich jemals gesehen habe. Dieser Hai, oh. Der ist auf den U-Boot-Fahrer zugefahren und hat ihn getötet. Ja, ich würde sagen, ihr habt Lara aufgefressen. Habt ihr schön gemacht. Ja, das war auch schon die ganze Geschichte. Also, der Typ hat dann die Kontrolle verloren und ist voll gegen Steinwand geknallt, die jetzt auf wundersame Art und Weise verschwunden ist. Ich habe keine gesehen. Ja, schön, macht Spaß. Also, das war's für diesen Part. Es ist geil, es macht mir richtig viel Spaß. Aber das war's dann auch für diese Session. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Im nächsten Part werden wir hoffentlich dieses Hai-verseuchte Gebiet verlassen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Ciao, Leute.